Was ist denn hier für eine komische... Ach, die Erde ist nass. Okay. Erstmal so. Es nimmt Formen an. Aber es ist halt auch grün. Das Grünliche sticht durchaus raus, ja. Aber ich finde es trotzdem cool. So. Das heißt, hier geht es ja dann direkt weiter. Der Raum wird ja breit. Das heißt, wir machen jetzt hier erstmal kurze Einrichtungsarbeit und dann werden wir vielleicht auch nochmal was anderes machen. Sonst sind wir jetzt die ganze Zeit am Keller dran. Das muss ja auch nicht sein. Vielleicht oben auf jeden Fall nochmal eine Kiste hinsetzen, damit wir nochmal ein bisschen das Inventar leer kriegen. Und dann schauen wir mal. Hier hätte ich gerne Half Slabs. Also, dass wir das quasi hier so zack. Ich glaube, man kann, wenn man hier Slabs hinsetzt, kann man die als Wand hinsetzen. Glaube ich. Ich muss mal kurz den Schüssel holen. Schüssel die Dizzle. Ich glaube, so war das. Ich weiß es aber nicht. Nee, geht nicht. Aber man könnte das doch bestimmt mit Carpenter-Blöcken machen, oder? Das ist ein normaler Schüssel. Wenn ich jetzt einen Carpenter-Block nehme... Kann ich den nicht formen? Das geht doch, glaube ich. Ups. Carpenter. Oder gibt es da nicht sogar so Wand-Slaps-Dinger? Das ist ein normaler Block. Das ist ein Zaun. Das ist so für alles Mögliche. Es gibt eine Carpenter-Schüssel. Also das ist schon mal klar. Damit kann man ja die Form verändern. Also wenn wir jetzt einen Carpenters-Block haben... Kann ich mal? Habe ich da nicht noch einen rumfliegen? Ja. Den Schüssel brauche ich nicht. Und dann brauche ich den Carpenters-Schüssel. Wo ist er? Ich sehe ihn gerade nicht. Habe ich den in den Rucksack vielleicht? Ja. Kann auch sein, dass man den Hammer braucht. Ich weiß es nicht. Ich nehme mal beide raus. Schüssel. Fehlt jeder Überblick hier. So. Also, ich mache hier einen Carpenter hin. Dann klatsche ich das Ding da drauf. Genau. Das geht. Sehr, sehr geil. Das heißt, ich kann das hier so ein bisschen verkleinern. Aber nicht komplett. Ich habe hier trotzdem noch diese Fläche. Das ist natürlich... Schnieke die Dieke. Und dann kann ich gucken, ob ich das hier auch noch mache. Okay, dann machen wir das jetzt mal. Dazu brauche ich ein paar Carpenters und einen Schlaf. Ist ein flottes Hin und Her hier mal wieder. Ich brauche Holz, was mir nicht am Herzen liegt. Und davon habe ich eigentlich gerade gar keins da. Also von dem ranzigen Holz. Wie ging den Carpenters nochmal? So. A whole lot of sticks. Und ein Holzblock. Okay, Sticks müssten hier sein. Und Holz habe ich ja auch. Wie viel brauche ich denn? Mach einfach mal. Da kommen ja ein paar raus. Das ist ja jetzt nicht so. 15 Stück sollten auf alle Fälle reichen. Das heißt, wir machen hier zack. Ah, der passt sich gleich an. Das ist ja wunderbar. Da könnten wir oben auch nochmal einen machen. Ah, das geht aber... Ja gut, dann müssen wir so eine Treppenform machen. Dann wird's gehen. Ups. Ups. Das müssen wir halt jetzt le Schüssel machen lassen. Okay, wir haben ein Problem. Da kann ich den erst schüsseln, wenn... Ups. Achso, die Fassade gibt es ja auch noch. Na klar. Die Fassade gibt es ja auch noch. Okay. Zack. Zack. Kann ich den jetzt schüsseln? Oh weh. Achso, das war ja nicht der Schüssel. Das war ja der... Der Hammer, ne? Genau.
Ja, das ist super. Und da müsste ich jetzt eigentlich so eine... Ja, gut, da bräuchte ich wahrscheinlich eine Carpenters Treppe, damit das funktioniert. Aber dann... Dann dürfte das passen. Okay, dann mache ich mir jetzt noch Carpenter Treppen. Zwei Stück. Und dann kann ich mir hier schön den Eingang zuzimmern. Juhu! Da. Vier Stück. Genau. Aber das da oben stört mich ehrlich gesagt irgendwie noch. Das wirkt irgendwie falsch. Vielleicht sollten wir da tatsächlich nochmal Holz machen. Ich weiß auch sowieso nicht, warum dahinter jetzt Ding ist. Ich da die Decke zu früh angefangen habe wahrscheinlich. Zack, zack. Warte mal, habe ich dahinter jetzt auch noch? Ja, dann retten wir den mal. Ich muss jetzt nicht verschwenderisch sein, ne? Das muss ja echt nicht sein, du. Ja, jetzt habe ich den wieder drin gelassen. Ach, Leute. Ich weiß nicht, ob es gut aussieht. Ich schaue es mir gleich an. So. Ach so, das ist ja das Problem. Weil man das ja hier sieht. Okay. Kommando zurück. Man könnte natürlich den Eingang auch einfach breiter machen. Also hier nochmal einen nach hinten machen. Dann wäre es wurscht. Verstehen Sie? Also dass der nicht ein Block breit ist, sondern zwei. Würde Sinn machen eigentlich, ne? Ja, komm. Dann machen wir den einfach eins breiter. Das heißt, wir sparen hier nochmal ein bisschen was. Dauert. Dauert massiv. Da ist jetzt kein Slab mehr, ne? Ja, ich wollte das schauen. Mich ein bisschen zu oft hier. So, das. Genau. Ich muss hier aber mal nochmal eine in die Tiefe gehen, weil sonst kommen wir hier nicht weit. Jetzt wird dann auch gleich die Flagge wieder von Ackern. Ach, hier kann ich keinen hinmachen, ne? Das ist schlecht, aber das macht jetzt nichts. Wäre cool, wenn man die Fackel dann auch noch dahin machen könnte. Das wäre Premium. Dann könnte man jede Form nutzen, die man möchte und ist an keine Minecraft-Konvention mehr gebunden. Aber ganz so weit reicht dann die Fähigkeit des Modpacks dann wohl doch nicht. So, und da oben kann ich jetzt auch die Slabs nochmal sparen, tatsächlich. Weil hier ist ja noch nichts. Ich verschenke an sich ja Platz. Aber das ist ja eigentlich auch wurscht. Also ich kann ja unendlich in die Tiefe gehen und in die Breite und was weiß ich alles. Das ist überhaupt kein Problem hier. Deswegen macht es auch absolut gar nichts. Ich mache hier die Fackel wieder hin. So. Da bräuchte ich ja dann eigentlich komplette Blöcke wieder, ne? So. Genau. Ich darf jetzt bloß nichts falsch machen. Kein Bock hab, das nochmal zu machen. So.
Jetzt ist die Frage, lasse ich den Eingang hier so dünn? Und lasse ihn sich hier quasi sich so öffnen? Das sieht eigentlich ganz geil aus, ne? Das sieht eigentlich echt ganz geil aus. Ich glaube, das lasse ich. Ich glaube, das lasse ich so. Wir haben vom Kähnler eigentlich noch gar nichts ausgehoben. Das ist ein Traum. Diorite. Ja, du mich auch, ne? Ist ja klar. Zack. So. Keller ist ausgehoben. Wir haben keine Platzprobleme mehr. Alles super. Aber das finde ich echt ganz geil jetzt. Also das kann man so machen. Als nächstes müssen wir jetzt draußen mal gucken, was da jetzt zu sehen ist. Weil wir haben ja noch ein paar Stellen offengelegt hier. Da müssen wir nochmal ran. Und jetzt kann es tatsächlich anfangen, dass wir einen Raum ausheben. Die Frage ist noch, wie groß? Weiß ich noch nicht. Und das kann natürlich auch ein Raum werden, der irgendwann zum Durchgangsraum wird. Das heißt, dass wir hier auch durchlaufen können und woanders rauskommen. Das hängt auch davon ab, was wir noch so für Gegenden entdecken. Ob wir hinten vielleicht noch ein Portal reinsetzen wollen oder so. Und ob ich jetzt hier wirklich bleiben möchte. Aber das Problem ist, ich baue hier so viel. Ich muss hier eigentlich bleiben. Ja. Man hat da irgendwie nicht so die Entscheidungsgewalt drüber bei Minecraft, ne? Man findet irgendwas und dann bleibt man da halt. Das ist der Lauf des Minecraft-Lebens. It is, wie it is. Und it could, wie it could. Ne? Ist nicht mein Dialekt, ich improvisiere. So. Ach, da schau an. Wir sind immer noch an der Oberfläche. Das darf nicht wahr sein, oder? Wir müssen Terraforming betreiben. Ich werde jetzt da nicht nochmal in die Tiefe gehen. Wir haben jetzt eigentlich einen Eingang, der ordentlich aussieht und all das. Dabei bleibt es jetzt auch. Da ist auch Wasser dabei. Das ist mir jetzt aber wurscht. Mir nur das Lys Labs richtig setzen und dann ist das auch egal. Und zwar. Kann es sein, dass das exakt die gleiche Stelle ist, die wir vorhin auch hatten? Kann sein, ne? Ist ein Traum. Ich glaube, das ist exakt die gleiche Stelle. Sie ist nur ein bisschen tiefer, also ein bisschen weiter außen. Aber das Problem ist an der gleichen Stelle eigentlich. Richtig geil. Naja. Was soll it, ne? Was soll it? So ist es halt. Wir schauen einfach von außen, was wir da jetzt noch überdecken müssen. Ansonsten nehmen wir halt das Flussbett ein bisschen an. Ist dann auch wurscht eigentlich. So. Also ich würde sagen, links, rechts. Vielleicht noch jeweils zwei mehr. Zwei in der Tiefe mehr. Und dann ist Schluss. Also sonst wird der Raum zu breit. Die Frage ist, zwei wirklich tief oder nur zwei ein tief und dafür halt hier dann die Wand. Ich muss halt dran denken, dass hier noch Lager und so reinkommen. Also ich glaube, ich mache nochmal einen weg und da kommt dann die Wand rein. Also hier quasi. Damit ich schon mal weiß, wo ich sparen kann. An Materialien. Also zack, 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 zack und zack. So, also hier ist dann die Wand. Schon mal sehr schön. Hier mal und hier mal. Ist ein bisschen Leuchtkraft sich verbreitet. Hier auch nochmal zwei in die Tiefe. Da müssen wir jetzt schauen. Da kann es jetzt sein, dass uns gleich wieder Wasser entgegenkommt. Deswegen mache ich jetzt erstmal unten die Standfesten rein. Also, zack, zack.
Rohr mal kurz rausholen. Da kommt noch mehr, naja, ist egal. Ich finde es aber schön, dass die nasse Erde tatsächlich nass aussieht. Finde ich cool. Ist ein nettes Detail. So. Mal kurz einsammeln. Brauche ich zwar nicht unbedingt, aber Schaden tut es ja auch nicht. Ich bin gerade voll fokussiert auf den Kram. Das ist der Wahnsinn. So. Jetzt wird's spannend. Ich mache jetzt hier erstmal die Wand rein. Und hier sehen wir schon, hier ist die Erde nass. Das heißt, da oben drüber ist spaßig. Das ist ein kleines Problem schon. Aber das kriegen wir auch noch gelöst. Dann lassen wir hier, zack. Dann ist hier schon mal wieder Wasser weg. So. Es ist schön, dass diese Wasserpflanzen das Wasser abhalten. Ultra lustig. So. Ja, also wie gesagt, da müssen wir von außen nochmal schauen, was da jetzt zu sehen ist. Und dann wird da schön drüber gewerkelt mit Erde. Und dann ist wieder gut. Also das ist überhaupt kein Problem. Es ist schon wieder alles voll hier. Das gibt's doch wohl gar nicht. Zack. Zack, zack. 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 Das da, das da, das da. Das da, das da. Okay. Ja, einfach, dass ein bisschen Platz ist. Ich baue jetzt dann eh gleich wieder Werkzeug. So, jetzt können wir hier die Wand noch machen und den Boden. Dann haben wir die grobe Form schon mal vorgegeben. So. Dann hier noch da so. Ah, jetzt habe ich da unten das Zeug nicht eingesammelt. Moment. Ist zwar jetzt nichts von Wert, aber wir nehmen alles mit. So, die Grundform steht. Und jetzt werden wir in der Breite weiter in die Tiefe gehen. Es kann aber sein, dass wir hier noch weiter auf Problemchen stoßen, wie es hier aussieht. Da werde ich jetzt aber mal schlafen gehen und dann gucken wir mal... Moment, ich futter mal kurz. Und dann gucken wir mal von außen, was wir da ändern müssen. Dirt habe ich dabei. Dann gucken wir da von außen einfach mal. Ich anpassen müssen. Es sind Monster in der Nähe, das ist toll. Über die Spinne freue ich mich. Da ist wahrscheinlich eine auf dem Haus, aber die kommt nicht. Die kommt gerade nicht. Lalala. Aua. Das Vieh feige, ey. Ciao. Ich kann jetzt echt nicht pennen wegen den Spinnen, ne? Ich brauche fürs Namensschild ja eh die Dinger. Schön, dass die frei Haus geliefert werden. So. Ja, besser geht's ja jetzt wohl nicht, oder? Klasse, dann können wir das Namensschild dann auch machen. Freut mich voll. Was wollte ich machen? Ich wollte von außen gucken, was wir da jetzt nachbessern müssen. Mal gucken, dass hier keine Creepers rumlaufen. Ah, es ist gar nicht so einfach von außen zu gucken, sehe ich gerade. Ah ja, hier ist das. Okay. Das wird nicht die einzige Stelle bleiben, habe ich den Eindruck.